Ja, liebe Leute, liebe Buchliebhaber aus der Schweiz, ich grüße euch aus dem schönen Florida. Es ist dieses Jahr meine oder unsere wohlverdienten Ferien an der wunderschönen Küste in Florida. Und kurz bevor ich zu Hause weggegangen bin, hat noch eine Klientin, die aus dem Warteraum gekommen ist, ein Buch gesehen im Warteraum. Dieses Buch, wo ich kurz vor der Abreise herausgegeben habe. Und hat gesagt, es ist schön, dass jemand den Mut hat, dieses Buch zu schreiben, dass es, wenn man sich outet als Frau, dass das nicht alltäglich ist, vor allem nicht, wenn man verheiratet ist, zwei Kinder hat und von einem Tag auf den anderen eine Frau liebt und das irgendwie das ganze Leben vorher unterdrückt hat oder irgendwie nicht realisiert hat. Ja, und diesen Mut hatte Nadja Reutemann und hat dieses wunderschöne, wunderbare Buch geschrieben, wo ich in meinem Verlag herausgeben durfte. Mit schönen Bildern drin, untermalt zu diesem spannenden Text, der süffig und humorvoll geschrieben ist. Liebe Nadja Reutemann, ich danke dir für den Mut für dieses Buch und dass du ganz, ganz vielen Frauen und Männern die gleichgeschlechtliche Liebe leben möchten, unbeschwert leben möchten, so viel Mut machst mit diesem Buch. Es sind wirklich teilweise tragische Worte, teilweise aber auch amüsante und lustige Worte, die darin festgehalten sind. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen von diesem Buch. Tausche Mann gegen Frau, Nadja Reutemann von Goldfeder Verlag, in jedem Buchhandel, irgendwo im deutschsprachigen Raum zu erhalten, zu bestellen. Danke dir. Tschüss. Und jetzt genieße einen wunderschönen Sonnenuntergang in Florida.